Hallo und grüß euch zurück zu Don't Starve. Und ich sag's gleich, bitte nicht wundern, falls ihr mir in die Kommentare eine schöne Menge Sachen geschrieben habt, Antworten sozusagen auf meine Fragen, dann tut's mir leid, habe ich's noch nicht gelesen, weil ich jetzt das hier direkt nach der Folge 30 aufnehme, aus Zeitgründen, weil ich habe jetzt gerade Zeit und auch Lust, das trifft günstigerweise gerade zusammen. Also leider konnte ich das nicht ausgraben. So gesehen noch nicht lesen. So, eine Menge Beeren haben wir. Da werden wir uns mal schön Marmelade einkochen. So, es ist lustig zu schauen, welchen Busch er immer als nächstes ansteuert. Wenn man einfach durchgehend Leertaste drückt. Ja, wer ist denn da? Direkter Besuch vom Nachbarn. Sowas. Kommt zum Marmeladeessen. Wer weiß, vielleicht kann man den sogar zähmen. Und irgendwann läuft er gar nicht mehr weg. Wäre auch lustig. Ja, unser Projekt Sammle Nahrung für den Winter ist mal noch nicht so 100% erfolgreich. Mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. So, dann geht sich... Ja, da haben wir jetzt zu wenig Dung. Ich wollte ja Farm ein bisschen aufstocken. Da oben geht es ja offensichtlich nicht weiter. Dann werden wir da noch rüberschauen. Ja, ja, keine Sorge. Ich nehme die Waffe eh schon aus der Hand als Beweis. So, darf ich da mal... Entschuldigung. Ich weiß, unhöflich. Da mitten durchzulaufen, auch ein bisschen gefährlich mitunter. Die haben mich ja, glaube ich, sogar schon mal angegriffen. Ja, auf jeden Fall einen super Platz, den wir uns da, glaube ich, ausgesucht haben, weil hier eben Dung in der Nähe haben, ist eigentlich fast, glaube ich, der größte Luxus. So, und schon wieder ist der Abend da, das geht so schnell. Diesmal werden wir, glaube ich, die Nacht aber durchmachen. Fit genug wären wir ja. Achso, das haben wir eben. Wohl, hätten wir eigentlich noch Platz. Können wir gleich weiter kochen. Da ist auch schon wieder was gewachsen. Sehr schön. Ja, die lohnen auf jeden Fall. Die gehen super schnell. Einmal gleich schauen, dass wir dann den nächsten machen können. Ah ja, Nacht ist auch wieder. Dürfen wir auch nicht vergessen. So, den können wir noch abernten. Super. Gut, die nächste Marmelade fertig. Schauen wir mal, wenn wir da was anderes dazu reinwerfen, was dann rauskommt. Okay, so. Dann wieder mal aufräumen. Spinnennest, Barthaare. Die werden wir, glaube ich, essen zugunsten unserer Hitpoints. Die müssen wir auch wieder raufbekommen. Da haben wir unser Gold. Naja. Genau, das Amulett, das gegen was schützt das? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist man da, glaube ich, sogar unverwundbar oder sowas. Ja. Boxing has little lever, aber wie kann man das verwenden, ist die Frage. Ich kann es nur aufheben. Gut, ist doch Marmelade geworden, warum nicht? Magen ist im Moment mal voll. Auch gut. Die werden wir trotzdem noch einkochen. So. Okay. Ja, und langsam, glaube ich, wird's Winter. Zumindest geht das Thermometer nach unten. Können wir mal schauen. Ja, Cold go up, Red go down. Also ich interpretiere das mal zumindest so, als käme langsam der Winter. Dann sollten wir vielleicht schauen, ob wir uns irgendwie noch was Nettes zum Anziehen besorgen sollten.
bevor dann wirklich der Winter da ist. So, und jetzt ist richtig Nacht. Gut, dann schauen wir da mal ein bisschen durch. Also bei den Tools ist es klar, das ganze andere Zeug ist einfach nur Luxus. Was haben wir hier? Den Hammer, um Sachen abzubauen. Die Pitchfork, die können wir auch schon ein bisschen den Untergrund zu ändern. Ja, den Razor, um uns zu rasieren. Gut, das ist einmal alles bekannt. Die Pitchfork wäre allerdings interessant, beziehungsweise wäre es auch interessant, sich ein Häuschen zu bauen langsam. Gut, wir brauchen auch irgendwie... Wir könnten uns ja mal einen Hut basteln. Das wäre ja auch mal eine interessante Sache. Ein Blumenkranz, gut für die Nerven heißt hier, wurde auch schon empfohlen. Okay, da kann man Kleidung reparieren. Zwei Hasen und ein Stick hält warm. Ein Strohhut. Ein Strohhut könnte man uns einfach direkt schon zusammenzaubern. Ah, hätte ich natürlich warten können, bis wir ein bisschen unfitter sind. Aber den braucht man auch für weitere Sachen dann. Gut. Können wir eigentlich so beibehalten in der Nacht. Einfach immer schauen gehen. Was wir so basteln können und untertags dann das passende besorgen gehen. Sonstige Hüte, Büffelhut, Barkeeper, Beekeeper, wegen die Bienen, Federnhut, Buschhut, da würden wir, gut vor Heiding, da wären wir, vielleicht können wir so Hasen fangen. Das wäre eine Möglichkeit. Sollen wir das mal probieren? Müssen wir uns hier einfach einen unserer Büsche wieder ausgraben. Unsere Saplings sind leider noch nicht nachgewachsen. Können wir uns eigentlich eine Straße bauen mit der Schaufel? Das wäre auch eine interessante Frage. Das könnte man auch mal probieren. Wenn ich hier schon den Dung rumliegen sehe, da kann ich nicht widerstehen. Eine Straße bauen. Müsste man auch probieren. So, jetzt wo wir das ganze Gras für den Strohhut verbraucht haben, gehe ich noch ein bisschen weiteres sammeln, beziehungsweise das wäre eigentlich auch so eine Sache, da könnten wir uns mal ein paar ausgraben und mit zu uns rübernehmen. Machen wir das mal. Genauso wie eigentlich hier die ein bisschen mehr Saplings. Ich glaube, das wäre überfällig, dass wir uns darum kümmern, da ein bisschen mehr von denen zu haben. Also nehmen wir da mal einiges mit. Dass wir es einfach in der Nähe haben. Gut, also die Pitchfork, um eventuell zu schauen. Ob wir uns einen Weg basteln können. Das wäre interessant. Und was wollte ich jetzt noch? Das habe ich schon wieder fast vergessen. Achso, ja, den Buschhut wollte ich mir basteln. So, nehmen wir da einfach mal ein paar mit. Möglichst so, dass die Schaufel noch verwendbar ist, wenn wir zurückkommen. Ja, und dann halt hoffen, dass der Winter nicht allzu schlimm wird. Waffentechnisch sind wir noch halbwegs ausgerüstet. Abgesehen davon, dass für mich der Speer immer noch ein bisschen mau ist, da muss es was Besseres geben. Da sind schon wieder Spuren. Unsere Bäume sind auch schön gewachsen. Gut, dann pflanzen wir hier mal unsere Saplings ein. Und wo pflanzen wir die hin? Die pflanzen wir da dazu. Da haben wir schon ein paar. Sehr schön. Ah, noch welche, okay. Gut, und dann werden wir da einen Busch ausgraben. Und wir brauchen noch ein Seil. Und dann... Theoretisch, wo haben wir es?
Den werden wir absetzen müssen, nehme ich an. Na? Jetzt aber. Okay, und jetzt ist die Frage, ist man da jetzt... Wie verstecke ich mich denn da jetzt überhaupt? Mann, bin ja nicht automatisch versteckt. Ah, vielleicht stellt man sich irgendwo hin und wartet, bis die Hasen irgendwie rauskommen. Auch jetzt nicht die beste Freizeitbeschäftigung, aber schaut immerhin witzig aus. Gut, werden wir schon auch noch drauf kommen. So, haben wir noch genug für einen weiteren Farmplot? Ah, nicht ganz. Schade, dann holen wir uns doch noch schnell ein bisschen Doom. Wenn nur mal eins fehlt, so weit weg sollten die ja nicht sein. Ein laufender Busch. Nicht erschrecken, bitte. Der Chester. Er ist schon genial. So. Gleich einsetzen. So, haben wir noch irgendwas zum Verkochen? Nicht genug, leider. Nicht genug. Na gut, was soll's? So, dann, wie angekündigt, werden wir uns ein bisschen umschauen. Also da, die Pitchfork, die bastel ich mir jetzt, dass ich sie einfach hab. Ah, jetzt bin ich gerade ganz gierig mit Sachen erfinden. Wollte es eigentlich ausnützen für die Zeit, wo wir ein bisschen Gehirngatsch haben, aber was soll's? Razor brauchen wir wirklich nicht. So, ey, Minenhut wäre ganz interessant. Glühwürmchen müssen wir also fangen. Was haben wir hier? Lightbulb, oje, oje. Also eine Glühbirne. Ja, Piggypack ist ein bisschen größer wie der Rucksack vermutlich. Eine Vogelfalle ist auch bekannt, eine normale Falle. Die könnte man machen, uns Hasen fangen. Für den Hasenhut. Das wäre also mein guter Plan. Brauchen wir halt noch Material, was wir da reinstecken. Dann. Das können wir auslassen. Die haben wir ja. Die B-Box wäre noch interessant. Das ist zum Fleisch trocknen. Das wäre natürlich auch noch toll zu haben. Abgesehen davon, dass wir es schaffen müssen, Fleisch zu kaufen. Aber ich glaube, für das hätten wir das Material sogar zusammen. Also wenn wir ein bisschen abbauen, können wir das machen. Und was haben wir noch? Die Eisbox, genau. Die haben wir eh schon besprochen. Hier haben wir den Schattenmanipulator. Lebender Living Lock, lebender Holzklotz. Und da brauchen wir so einen Purple Gem. Auch 10 Nightmare Fuels. Müssen wir ein bisschen Gräber ausrauben gehen. Divining Rod. There must be some kind of way out of here. Auch spannend. Winter haben wir. Renometer haben wir. Gunpowder. Moment. Wohl, das haben wir alles, ja. Gut, dann schauen wir bei den Waffen ein bisschen rein. Speer haben wir. It takes food to make food. Hempbett, was auch immer das ist. Da brauchen wir aber auch Schweinchen. Denn Holzanzug haben wir. Ah, da. Marble. Wie kommt man zu Marble? Das ist eine gute Frage. Nightmare Fuel macht man aus Dark Petals. Okay. Papyrus kennen wir auch schon. Gut, dann ist das auch das nächste Rätsel. Ein Schild könnte man machen. Ja, und eben dann genau. Das werden wir dann mal angehen und sein Häuschen bauen. Oh. Ein gigantischer Platz für ein Zuhause für einen gigantischen Hasen. Da gibt es ein paar sehr interessante Dinge, muss ich sagen. Naja, Marble. Wie kommt man zu Marble?
Ja, und da sonst auch noch einiges. Ah ja, da gibt es die ganzen Stäbe, das Amulett. Shadow Manipulator, ja, den werden wir auch brauchen. Ah ja, da, Night Armor. Auch eine tolle Rüstung, wird man halt ein bisschen verrückt in die ganzen Hüte. Gut, also Hasen fangen. Wir wollen also Hasen fangen. Wir brauchen wieder was zum Essen in absehbarer Zeit. Ja, wohin laufen wir denn? Dann laufen wir einfach irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Und die Pitchfork habe ich ja mit. Das werden wir noch futtern. Können wir eventuell irgendwo was ausgraben. Hm, Marble. Habe ich das jetzt bisher übersehen? Habe ich das schon? Oder wie kommt man zu Marble? Also, dass ich das sprich Marmor, oder? Genau. Ja, laufen wir mal darüber. Ich habe keine Ahnung. So, da schaut es auch nicht gerade sehr einladend aus, aber es geht offensichtlich weiter in die Richtung. Zumindest mal am Weg. Und der ist aus. Na super. Gut, dann querfeldein. Hätten wir genug. Ja, für ein Feuerchen hätten wir genug. Übernachten ist eh nicht gefragt. Zwecks Hunger. Naja, der Hase. Schaffen wir den vielleicht? Also, ja gut, wir müssten ihn eigentlich lebend fangen. Für unseren Hasenhut trotzdem probieren wir es jetzt mal. Ah, sehr knapp geht das her. Schaffen wir nicht ganz, so wie es ausschaut. So, da ist wieder so ein Wurmloch. Na, ist die Frage, ob die Insel hier zu Ende ist. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus. Naja, müssen wir eh Karotten suchen, in dem Fall, um die Hasen zu fangen. Die Falle hätte ich ja mit. Die Frage ist, wo gibt's Karotten? Da gibt's was anderes, auf was ich immer heiß bin. Eine Bärenbusch für unsere Bärenbusch-Sammlung. Da sehe ich Pilze. Werden wir auch gleich mitnehmen. Und es regnet. Naja. Die schnappen uns schnell und hauen aber ab. Im Moment habe ich keine Lust zum Kämpfen. Schnell ein paar Blümchen pflücken unterwegs. Oh, der Chester wird angegriffen. Das wollen wir auch nicht. Gut, haben wir, glaube ich, eh gar keinen Schaden genommen in dem Fall. Sehr schön. So, die Bienenbox. Da brauchen wir aber auch, glaube ich, vorher das entsprechende Equipment. So, jetzt laufe ich gerade so richtig kreuz und quer. Das passt mir eigentlich auch nicht wirklich. Ja, ich hätte gerne eine zweite Karotte gefunden. Das wäre noch eine Sache. Also da sind ja wieder die Spinnen. Jetzt haben wir noch schnell die Pilze ausgraben. So viel Trauma uns noch. Ah, Karotten. Wo gibt's Karotten? Was ist... Also, so gedacht, ich sehe was. Dabei war es nur ein Teil vom Inventar. Peinlich. Oh, was haben wir hier? Ich glaube, genau die habe ich gesucht. Genau die habe ich gesucht. Ich glaube, die geben die Gears ab. Pilze? Ja, dann haben wir hier in der Nähe übernachten. Ist nur die Frage, traue ich mich, die schon anzugreifen? Sonst übernachten wir in der Nähe des Weges. Dann werden wir uns hier einfach so einen kleinen zweiten Stützpunkt einrichten. Ja, ich wäre schon gern ein bisschen fitter noch. Ja, der Hunger quält wieder mal. Ja, da immer zurücklaufen ist auch ein bisschen ein
wilder Aufwand. So, wir haben hier an der Kreuzung unser Lager aufschlagen. Ich hoffe, das ist ein guter Platz. So, Holz haben wir ja noch dabei. Ja, jetzt hätten wir natürlich auch gleich so planen können, dass wir uns noch... Wir können uns noch einen Crockpot mitnehmen. Oh, bei Regen im Freien auch nicht gut. Hoffentlich schlägt uns da der Blitz nicht im Kopf ein. So, wie war es jetzt nochmal mit dem Monster Meat? Das macht verrückt, aber gibt... Füllt das den Magen oder nicht? Jawohl. Okay, schätze mal, bei den Pilzen wird es ähnlich sein. Kochen wir uns mal zwei und schauen wir uns das an. Aha, die machen irgendwie gar nichts. Kommt mir vor. Naja, dann ein paar Beeren rösten. Ja, die Nacht müssen wir jetzt wohl oder übel ausstehen. Traue ich mich, die da unten jetzt schon anzugreifen oder nicht? So, Chester, du darfst jetzt mal ein paar Sachen da übernehmen, die ich gerade... Warum habe ich das nicht mitgenommen? Die ich gerade überhaupt nicht brauchen kann. Die... Naja, Rest kann man... Ja, gut, das wäre jetzt natürlich ein guter Moment, um ein bisschen unseren Feuerstab einzusetzen. Dann traue ich mich, glaube ich, die mal anzugreifen. Wenn ich nur nicht so einen Hunger hätte. Jetzt müssen wir natürlich leider wirklich abwarten, bis die Nacht vorbei ist. Ich habe auch keine Ahnung, was die Pferdchen aushalten. Da werden wir ein bisschen riskieren müssen. Sollen wir den Chester vorher aber da lassen? Ich glaube, den lassen wir da. So, gleich haben wir die Nacht geschafft. Die Karotte möchte ich mir wegen den Hasen aufbewahren. Hoffe, ich finde da noch eine zweite. So, ein bisschen um das Feuer tanzen, das kennen wir ja noch von früher. So, da sind Bienen unterwegs. Eben die, da braucht man den Bienenhut, dann könnten wir uns die einkassieren. So, wo sind jetzt da die Pferdchen? Beim wie viele sind, das ist die Frage. Da ist mal eins, da ist irgendwas, was ganz anders ausschaut. Na, es brennt mal. Aber irgendwie passiert sonst mal nichts. Oh, und hat eine Blume angezündet. Dann müssen wir mal ein bisschen rausziehen da. Ja gut, das ging ja noch halbwegs. Aber es ist verbrannt. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Wow, okay. Okay. Keine so gute Idee. Okay, da kommen wir, glaube ich, später wieder in dem Fall. Hilfe. Die sind ganz schön aggressiv. Also die Pferdchen, glaube ich, die kann man besiegen, aber was auch immer das andere ist, da muss man sich ein bisschen beherrschen, offensichtlich. Das ist, glaube ich, eher ein Projekt für nächstes Jahr dann. Also mit nächstes Jahr meine ich nach dem Winter. Was ist das? Ah, da ist eine... was ist das vor allem? Was ist das? Okay, okay, okay. Chester, wir gehen... Oh, Karotte. Ah, mehrere Karotten, sehr gut. Okay, da drüben, da sollte man augenscheinlich ein bisschen besser vorbereitet sein. Oh, Entschuldigung. Da Biene direkt die Blumen weggeklaut.
So. Oder kommt schon wieder so ein aggressives Teil? Ey! Sowas. Da wäre ein Fischteich. Okay, der Frosch offensichtlich ein bisschen aggressiver wie gedacht. Aber immerhin Froschschenkel einkassiert. So, ich glaube, wir gehen jetzt wirklich nach Hause. Oh, Schweinchen. Jetzt entdecken wir eine Menge interessante Sachen. Noch eine Karotte. Und Spinnen. Ja, wirklich eine Menge interessanter Sachen. Aber wir müssen uns dringend erholen. Wir müssen dringend was essen vor allem. So, die Pilze, die traue ich mich noch. Oder sind sehr viele Spinnen. Da haben die Schweine ja eine interessante Nachbarschaft. Ja, und Zeit für eine Pause wäre es eh wieder. Dann machen wir die auch. Nach Hause schaffen sollte ich es hoffentlich noch, bevor ich verhungere. Ja, und ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen. Also nicht wundern, eure Kommentare werden dann in dem Fall ab der Nummer... Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Was ist das jetzt überhaupt? 31. Ab der Nummer 33 dann in dem Fall etwas mehr berücksichtigt. Ja, und in der Zwischenzeit wünsche ich... Alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, für denk und baba.